Hello and welcome everybody. Grüß euch und Servus. Es ist schon wieder mal länger her, dass ich ein cooles Beat'em-up-Video hochgeladen habe. Und daher heute ein neues Game, welches ihr noch nicht kennt. Und zwar ein neues Game in der Online-Beat'em-up-Riege, in der Anime-Beat'em-up-Riege, und zwar Guilty Gear Strive. Guilty Gear ist ein Fighting-Game, ein Kampfspiel, so ein bisschen im Anime-Look, Comic-Look. Und es ist nicht so schnell und impulsiv wie meine letzten DPZ-Videos. Man kann auch nicht so gut juggeln oder den Gegner in die Luft befördern wie bei einem Tekken. Aber es hat durchaus seinen Speed. Also so ein Rank-Match online, da geht schon in 2-3 Minuten, 2 Runden. Da kann man schnell verlieren, schnell gewinnen. Da geht schon die Post ab bei Guilty Gear. Und ich spiele es auch, muss ich gleich ehrlich sagen, zum ersten Mal. Also es ist mein erstes Baby, was ich mit diesem Game hier zeuge. Ich habe das Game noch nie gespielt und ich spiele auch hier mit die Beta, möchte ich gleich dazu sagen. Es ist Guilty Gear Strive Beta, also die Open Beta für die PS4 noch. Es wird Zeit für meine PS5, es wird Zeit, eine zu kaufen. Ah, wenn man eine bekommen würde. Aber egal, Leute, wir lassen die PS4 Pro noch heiß laufen, spielen ein kleines Fighting Game. Spielen vor allem die Beta-Version dazu. Ich teste das Spiel für euch. Ich sage euch, wie verhält es sich, ist es cool, ist es schlecht, und vor allem muss ich üben, üben, üben. Ich habe schon ein paar Runden gezockt und ich sage euch eins, das Game ist hot, aber auch bockschwer. Man muss wirklich Kombos kombinieren. Das sind lauter Mini-Kombos, die man zu einer Mega-Kombo machen muss und dann einen Mega-Move mit Hebel und X und Viereck und lauter so ein Bullshit. Es ist nicht einfach, aber es ist ein cooles Beat'em-up. So Leute, und wir sind schon im Game. Hier das Menü. Also es gibt einmal Offline, Arcade versus CPU, Überleben, Two-Player-Modus. Dieser Modus, ja, Offline gegeneinander, Dojo, Tutorial, Mission, Training. Die sind alles Modi, die man offline zocken kann. Hier gleich mal die Story, ebenfalls offline, oder ich kann nicht sagen, vielleicht gibt es auch irgendeinen Online-Mode, einen Verbinder dazu, aber die GG-Welt ist noch in Development, was eine Beta ist. Also zum Netzwerk. Wir haben hier Online-Matches, Rangliste und Schnellstart, wo man trainieren und nachher in ein Match kommt, also als Auswahlmenü. Wir machen natürlich nachher ein paar Ranked-Matches. Dann gibt es nur das Profil, Sammlung, die Einstellungen und den Titel, wobei wieder ein Teil noch in Development ist, also in Entwicklung, ist eine Beta. Gut, dann joinen wir mal in die Online-Matches. Die Online-Matches sind mir am wichtigsten eigentlich, weil da geht dann die Post ab. Das ist bitte das Lobby-Menü. Im Lobby-Menü kann man so herumlaufen als selbst kreierter Pixel-Charakter und kann man so im alten, weiß ich nicht, Aladdin-Lemming-Style, wie auch immer, über Etagen und per X oder per A-Taste, wie auch immer, in die Etagen herumspringen. Und sich dort seine Gegner suchen. Man rennt da eigentlich nur mit so einem Pixel-Charakter herum, sucht sich so einen Typen oder so ein Mädel und spricht sie einfach mit Bestätigung an. Wenn derjenige dann grün ist und OK drückt, dann weiß man, hey, wir wollen kämpfen. Und wenn man kämpfen möchte, kommt man dann in dieses Menü. Sieht ja ziemlich simpel aus, oder? Menü, Menü, Menü. Und nachher? Angriff und let's go ins Kampfgeschehen. Wir joinen mal in die Partie, natürlich wieder mit geiler Musikuntermalung. Das Spiel heißt ja auch Let's Rock. Daher auch die rockige Musik für euch. Ich bin rechts, und zwar Giovanna oder Giovanna. Ich habe mir einfach einmal diesen Charakter ausgesucht, weil sie eher als ausgeglichen gilt. Ich habe mich natürlich auch schon ein bisschen über das Spiel erkundet und ja, es geht mit ihr gerade die Post ab. Ich dachte mir, okay, sie hat so eine Art Wolf, einen Spirit, der auf ihr hängt und mit dem kämpft man, der macht mit ihr die Special Moves die ganze Zeit. Aber mein Gegner, auch ziemlich geil, dieser Nagoriyuki mit seinem riesigen Samurai-Schwert, der schwarze Krieger. Aber okay, soll so sein.
Er bietet mich und slash heißt, ich bin die erste Runde aus dem Rennen. Man verliert dann oben sein Herz, wie ihr sehen könnt. Und wenn man zwei Herzen verloren hat, auf seiner Seite ist das Game aus, dann hat man das Online-Match verloren. Ich muss mir jetzt gerade ein bisschen Mühe geben. Verteidigen, blocken, blocken, blocken funktioniert ganz gut. Ich muss jetzt diesen Samurai in die Pfanne haben. Okay, blocken, komm Giovanna, zeig was du kannst mit deinem Wolfspelz da im Rücken, zack, und in die Luft mit dir juggeln. Da muss ich noch üben, ihn in der Luft zu halten. Na komm schon, komm schon. So, und wieder. Counter sind übrigens die Attacken, die den gegnerischen Angriff unterbrechen. Das wird dann immer so cool mit dem riesigen Wort Counter inszeniert. Also quasi der Gegenschlag für den gegnerischen Schlag. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Na super, er macht einen Special Move. Special Move von unserem Samurai-Freund hier. Tja, das hat mir viel Leben gekostet. Wie man sieht, es steht orange in unserer Lebensleiste. Ich hoffe, ich kann wenigstens dieses Match gewinnen. Bis jetzt hatte ich noch nicht so viele Online-Erfolge. Es ist wirklich bockschwer, wenn man es zum ersten Mal spielt. Vor allem, wenn man DPZ zockt. Aber Slash! Und gewonnen! Ja, Manu hat auch eine Runde. Jeder nur ein Herz. Jetzt geht's um die Wurst, Leute. Jetzt geht's um die Wurst, ne? Aber es schaut wieder mal schlecht aus. Der kontert mich ohne Ende, dieser Bastard. Counter um Counter. Und ich flieg da irgendwie durch eine Glasscheibe in einen anderen Level-Part und verloren. Slash. Bei Slash ist immer die Partie beendet. Gut, Leute, und hier wären wir wieder. Tja, mein Start in Guilty Gear Strive. Etwas durchwachsen, muss ich euch leider sagen. Wie gesagt, ich muss mich noch an dieses Beat'em'up gewöhnen. Wie man da ein bisschen sehen kann, auf der anderen Seite, das wird jetzt ab nun mein neuer Charakter. Bis jetzt spielte ich immer mit Giovanna, wie auch immer sie heißt. Sie hat so eine Art Wolfgeist, mit dem sie kämpfen kann. Aber nun changen wir auf Chip Zanuff. Sanuf, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall einer der blitzschnellen Ninjas, wie man da in seiner Charakterangabe lesen kann. Und hey, schauen wir mal, was er bewirkt. Ich hoffe, dass ein Ninja mich da rausreißt aus meinem Kämpfer-Tief. Es ist wirklich noch für mich das erste Mal GG zu zocken, vor allem den neuen Teil Strive, der sich auch anders angeblich verhält laut Online-Foren wie die Vorgängerteile. Gibt ja schon wirklich hunderte Teile, wie schon erwähnt. Und ja, ich hoffe, es wird mit meinem Ninja besser. Da auf der anderen Seite. Und ja, joinen wir ins nächste Game. Jetzt muss ein Sieg kommen. Es ist wieder ein Online-Ranked-Match und jetzt muss einfach ein Sieg her. Bis gleich. Gut. Wir Leute sind im Spielgeschehen. Mit dem neuen Charakter Chip Zanuff oder Zanuff, keine Ahnung. Mit Chip werden wir hier jetzt Hardcore fighten. Ich werde jetzt mehr oder weniger dem Gegner den Rest geben. Ich hoffe, ich gewinne jetzt endlich die Online-Partie. Es wird wirklich Zeit, Leute. Ich bin wieder rechts mit dem gelben Ninja. Sein Special ist übrigens da dieser Kampfhaken mit Kette, den was er auch für coole Nahkampf-Moves verwenden kann. Die, wie gesagt, die Charaktere sind oft bewaffnet, das ist so das Besondere an Guilty Gear, wie siehst du, ja, dein Anker. Was hat Mei für einen Anker, ein Schiffsanker oder was immer das für ein Bullshit ist. Auf jeden Fall, die gibt mir gerade Saures. Ich glaube, mein Schwein pfeift, das gibt's ja einfach auf nicht, das gibt's ja nicht, gibt mir... Ach du Kacke. Die hat mich echt besiegt. Leute, ich glaube, ich spiele. Sie hat mich besiegt. Runde 2. Ich will endlich gewinnen mit meinem Ninja-Friend. Ich kann nicht ständig verlieren. Das kann nicht sein. Ach, verdammt. Naja, gut. Schauen wir mal, was Chip drauf hat. Ja. Ich muss einfach hier einen Sieg bewältigen. Das muss aber sein. Gewinnen, gewinnen. Zack, zack, zack. Verdammt. Und Slash! Tja, mit einem Special Move die Gegnerin ausgeschalten. So soll's laufen, Leute. Endlich haben wir wieder eine Runde gewonnen, aber jetzt muss ich den Gesamtsieg holen. Jetzt mit einem Haufen Angriffe aus der Luft, die vor allem meinem Ninja gut liegen.
vor allem da immer, wo er sich so blau teleportiert, das muss sitzen, ich muss sie besiegen, May muss endlich dran glauben, es darf nicht sein, dass ich dieses Match jetzt auch verliere, wo ich endlich einen anderen Charakter wähle. Komm schon, oh, Special Move, Special Move. Und, komm schon, knack ihre Abwehr. Oh, ihr Special Move. Blocken. Walfisch, verdammt. Egal. Special Move. Na komm, jetzt hole ich was. Jetzt hole ich mir sie. Ein Schlag nur mehr, Leute. Ein Schlag und ihr habt gewonnen. Ein Schlag. Kommt schon. Ein Schlag. Den holt ihr jetzt. Yes. Und so sieht's aus. Slash und gewonnen. So ist geil, Leute. So stelle ich mir das vor. Ja, also es schaut auf jeden Fall besser jetzt aus als wie bisher. Endlich ein Sieg. Man steigt dann in so Stufen auf, wie man gerade sehen kann. Stufe 4 bin ich jetzt in meinem Turm. Man hat hier so ein Online-Turm-System. Also die Lobbys sind in so Türmen, in so Levels angelegt. In meiner Lobby habe ich jetzt zumindest einmal gewonnen. Immerhin, ich bin da Etage 4, wie man auch gut oben links um am Bildschirm sehen kann, also noch nicht so high-ranked wie viele andere Gamer, ich spiele es wirklich erst zum ersten Mal, aber mir gefällt's. Ich bin positiv überrascht, auch wenn ich genug oft verloren habe, ich bin positiv überrascht. Guilty Gear macht Spaß, könnte ruhig so eine Bewertung über 8 werden, muss ich mir noch überlegen. Tja Leute, wie vom großen Season-Manu gepredigt, endlich ein Sieg, endlich einmal nicht ständig verlieren in einem Online-Ranked-Match. Es ist schon wirklich sehr anstrengend, also man muss schon sagen, das Spiel hat was, es ist wirklich cool, aber man muss sich wirklich noch an die Steuerung gewöhnen, an die Grafik, an die Verrückte, man muss sich an den Spielstil der Charaktere gewöhnen. Jetzt mit meinem Ninja-Helden hier, dem Mr. Zanuf, habe ich da ein bisschen was erspielen können, aber ich habe genug oft auch schon verloren davor, also keine Frage. Nur, ja, es gefällt mir. Es ist ein tolles, neues Beat'em-up. Ein Beat'em-up mit Höhen und Tiefen. Ein Beat'em-up, welches im Anime-Style produziert wurde, welches angelehnt ist an die ganze GG Guilty Gear Serie. Ich wette auch im PS5 Grafik sieht es nochmal eine Spur geiler aus als wie auf der PS4 Pro. Es ist flott, aber auch taktisch, man muss auch viel blocken, also nur drauf losschlagen, da wird man nicht gewinnen. Und vor allem sind die Counter, also die Gegenschläge, die Parierattacken sind ganz wichtig, weil nur blocken, da wird man nicht durchkommen. Technik, ganz wichtig. Ja, also ich muss sagen, mir hat Spaß gemacht. Open Beta hat einmal von mir den Daumen nach oben. Würde dem ganzen Game jetzt schon mal in der Beta-Phase eine, ja, was gehen wir notenmäßig, eine 8,2 geben, also knapp über 8. 8,2 ist gut, Leute. 8,2. Aber es kann noch besser werden. Das Spiel kommt Anfang Mitte April für alle Konsolen. Und Anfang Mitte April sehen wir dann, was konnten die Macher verbessern. Es könnte noch etwas besser gemacht werden im Match-Finding. Also, dass man auch gleich wieder gegen denselben Spieler antreten kann, gegen denselben Verpixelten in der Lobby. Dass man ein besseres Matchmaking hat und nicht so extrem auf Anti-Skill-Based, sondern ich möchte auch gleichwertige Gegner in Lobbys finden und nicht nur die Superkrache auf Level 90 und ich bin Level 5. Dann, was könnte noch besser sein? Ja, ein bisschen das Schlag-Block-System, die Trefferquote, das Treffergeschehen könnte ein bisschen genauer sein. Aber sonst, ja, gefällt's mir. Special Moves sind cool in Szene gesetzt. Gibt's Schlechteres, Leute? Das 8,2 ist eine faire Note. Wie gesagt, ist noch immer eine Open Beta. Gönnt es euch. Wobei jetzt wohl die Beta schon geschlossen ist, wenn ihr dieses Video sehen würdet. Aber ich bin da bloß später dran. Ging beruflich nicht anders. Aber in dem Sinne, bis zum nächsten Video, Leute. Ich werde sicher wieder ein Guilty Gear Video machen. Hundertprozentig. Als nächstes folgt, glaube ich, wieder COD, Call of Duty. Es gibt die Season 2. Und ja, dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich liebe euch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!